Okay, spielen wir noch mal ein bisschen mit Squiggle M. Ich bastle Ihnen mal hier was zusammen und Sie müssen mir sagen, ob das eine Funktion ist oder nicht. Okay? Und jetzt versuchen wir noch mal mit den Begriffen linkstotal, rechtstotal, linkseindeutig und rechtseindeutig zu arbeiten. Okay. Ich bastle hier mal was zusammen. Moment. So. Okay, nehmen wir mal diese Zuordnung. Handelt es sich bei dieser Zuordnung um eine Funktion? Ja oder nein? Kurz nachgedacht. Ja? Genau, ich wiederhole mal wegen der Aufzeichnung. Ja. Genau, es ist nicht linkstotal, diese Zuordnung, weil nicht von jenem Element hier aus der Ausgangsmenge ein Pfeil weggeht. Ja? Okay. Ist also nicht linkstotal, ist keine Funktion. Wie können wir da jetzt eine Funktion draus machen? Ja? P3 und P5 verbinden, das ist die einzige Möglichkeit. Wir könnten P3 rausnehmen, okay, wenn wir das nicht dürfen, wir könnten P3 und P5 verbinden. Und was noch eine andere Variante? Ja? Ja, genau. Na, man kann natürlich auch P3 und P4 verbinden. Wenn ich jetzt diese hier verbinde, dann ist es trotzdem noch eine Funktion. Man könnte vielleicht sogar sagen, es ist eine konstante Funktion, weil der Funktionswert immer der gleiche ist. Egal, welchen Wert ich in die Funktion hineintue. Okay, so, jetzt haben wir eine Funktion gebastelt, ist linkstotal. Okay, wenn ich jetzt hier Folgendes mache, ist es dann eine Funktion? Ja? Genau, ist keine Funktion, weil von einem Element aus der linken Menge zwei Pfeile weggehen. Dies also, welche Eigenschaft ist verletzt? Genau. Rechtseindeutigkeit ist nicht rechtseindeutig. Dieser Begriff rechtseindeutig macht in der Vorstellung immer ein bisschen Schwierigkeiten. Was bedeutet rechtseindeutig? Wenn ich ein linkes Element gegeben habe, dann muss das rechte eindeutig sein. Ja? So. Bei diesem linken Element ist das rechte Element nicht eindeutig, denn ich habe zwei rechte Elemente zu diesem linken Element. Wenn Sie in Relationen denken und in Tupeln denken, ja, dann haben wir zwei Tupel, in denen P2 links, oder ich habe die beiden Tupel P2, P4 und P2, P5. So. Und das ist nicht rechtseindeutig, weil es zu P2, zu der linken Seite P2 zwei rechte Seiten gibt. Okay, also das müssen wir wieder wegmachen, dann ist es so. Okay. So, also jetzt haben wir eine Funktion, die links total ist, also wir haben eine Zuordnung, die links total ist und rechts eindeutig, also ist es eine Funktion. So, jetzt machen wir die noch, ja? Wenn ich diesen Pfeil hier wegnehme, machen wir es mal. So, okay. Ja, jetzt ist sie nicht mehr links total, okay, aber ist diese Zuordnung jetzt rechtseindeutig? Ja? Weil? Sie ist rechtseindeutig, wenn die linke Seite eindeutig ist, genau, ja. Ja? Ja, wie ist.
Genau. Richtig, genau. Man muss auf die Definition von Rechtseindeutigkeit schauen. Bei rechtseindeutig ist gefordert, ich wiederhole es nochmal, wenn, oder die Definition war, wenn das Tupel AB in der Menge ist und das Tupel AC in der Menge ist, in der Relation ist, dann muss B gleich C sein. Also die beiden rechten Seiten müssen dann ein gleich sein. Ne? Genau. Und es gibt keinen Fall, bei dem diese Implikation hier verletzt ist. Sie finden jetzt hier eben keinen Fall, der die Rechtseindeutigkeit, die Bedingung der Rechtseindeutigkeit verletzt. Sie können keinen bösen Fall angeben, Sie können keine zwei Tupel finden, wenn Sie wollen, die gegen die Rechtseindeutigkeit sprechen. Deswegen ist diese Relation tatsächlich rechtseindeutig. Genau. Sie ist rechtseindeutig, aber nicht linkstotal. Okay, prima. Jetzt machen wir es nochmal linkstotal. Na. So, jetzt wollen wir daraus eine, oder jetzt machen wir sie gleich subjektiv, oder? Passen wir mal auf, machen wir sie gleich subjektiv. Also machen wir sie gleich rechtstotal. So. Jetzt haben wir eine linkstotale, rechtseindeutige Relation, damit eine Funktion. Und diese Funktion ist zusätzlich auch noch rechtstotal. Da es sich um eine Funktion handelt, kann man nicht nur rechtstotal sagen, sondern surjektiv. Das ist also eine rechtstotale Relation, die auch zusätzlich Funktion ist, damit ist es eine surjektive Funktion. So, wie kriegen wir jetzt hin, dass die auch noch linkseindeutig wird? Ja? Wie genau? Genau. Wir müssen ein neues Element in die Menge, in die blaue Menge aufnehmen. Ne? Warum? Gibt es noch einen anderen Weg? Ja? Ach so, okay. Also links eins rausnehmen oder rechts eins dazu tun. Genau, richtig. Gibt es eine andere Möglichkeit? Richtig, es gibt keine andere Möglichkeit. Warum nicht? Also ich tue es erstmal dazu. Ich tue einen dazu hier. Oder nee, doch, ich tue ihn dazu. So. Jetzt machen wir den Pfeil hier weg und den hier hin, ne? So, jetzt haben wir die Funktion auch noch linkseindeutig gemacht. Linkseindeutig bedeutet wieder, wenn ich ein rechtes Element habe, dann muss das linke dazu eindeutig sein. Das haben wir jetzt hingekriegt. So. Warum ging es jetzt gerade nur dadurch, dass man Elemente dazu tut oder wegnimmt? Ja. Genau, das ist sozusagen die Folgerung daraus. Eine bijektive Funktion zwischen zwei Mengen kann nur dann existieren, wenn die beiden Mengen gleichmächtig sind. Beziehungsweise die Formulierung ist eigentlich andersherum. Die Definition von Gleichmächtigkeit ist, zwei Mengen sind dann gleichmächtig, also die gleiche Anzahl, enthalten die gleiche Anzahl von Elementen, in Anführungszeichen, wenn eine bijektive Funktion zwischen diesen beiden Mengen existiert. Das heißt, andersherum, wenn die beiden Mengen nicht gleichmächtig sind, dann kann ich keine bijektive Funktion dazwischen finden. So. Und das war eben der Fall, die beiden Mengen waren nicht gleichmächtig gewesen, also musste ich sie erstmal gleichmächtig machen, damit ich eine bijektive Funktion dazwischen finden kann. Und bijektive Funktionen sind 1:1 Abbildungen, die sich so schön darstellen lassen, wie hier gezeigt. Ja. Und daran sieht man auch sehr schön, weshalb man die Bijektivität benötigt, um eine Umkehrfunktion zu bilden. Was muss ich machen, um die Umkehrfunktion zu bilden jetzt? Ja? Genau. Man muss die Funktionswerte tauschen. Was meinen Sie damit? Definitionsbereich im Wertebereich tauschen. Ich muss einfach, oder die Pfeilspitzen umdrehen. Ne? Damit hätte ich die Umkehrfunktion. So. Warum braucht man Bijektivität für das Bilden der Umkehrfunktion? Was wäre denn das Problem, wenn die Funktion
nicht subjektiv wäre. Na, machen wir es mal, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. So, machen wir es mal so. Was wäre das Problem, wenn die Funktion nicht subjektiv wäre? Jetzt habe ich hier eine injektive Funktion, die nicht subjektiv ist. Warum kann ich von so einer Funktion keine Umkehrfunktion bilden? Umkehrfunktion, denken wir jetzt mal in Pfeilspitzen rumdrehen, ne, oder Pfeile rumdrehen. Ja? Genau. Wenn ich jetzt die Pfeilspitzen rumdrehe und das jetzt im Definitionsbereich letztlich mache, in Anführungszeichen, ist ja kein Definitionsbereich, weil ich keine Funktion habe, okay. Wenn ich jetzt die Pfeilspitzen rumdrehe, dann ist die Linkstotalität verletzt. Und wenn ich jetzt von da nach da gehe. Genau. Insofern muss eine Funktion subjektiv mindestens mal sein, damit dann bei der Umkehrfunktion die Linkstotalität nicht verletzt ist. Jetzt gehen wir mal von dem anderen Problem aus. Was ist das Problem bei einer... Na, was ist denn hier los? Nein, den darf ich nicht klicken. So, machen wir es okay. So. Jetzt habe ich eine subjektive Funktion, aber die Funktion ist nicht injektiv. Ja? Wenn ich jetzt die Umkehrfunktion bilden wollte, also die Pfeilspitzen rumdrehen, was wäre dann das Problem? Ja. Genau. Die Rechtseindeutigkeit wäre verletzt. Wenn ich jetzt die Pfeilspitzen rumdrehe, dann habe ich hier eine Pfeilspitze und da eine Pfeilspitze. Also würde P6 als linkem Element dann in der Relation zwei rechte Elemente in der Relation zugeordnet werden. Und damit wäre die Rechtseindeutigkeit verletzt. Also eine Funktion muss auch injektiv sein, damit ich die Umkehrfunktion bilden kann. So. Das heißt, ich brauche eine injektive und subjektive Funktion zum Bilden der Umkehrfunktion. Okay. Und damit habe ich eine ganz eindeutige 1:1 Zuordnung, die dazu führt, dass diese beiden Mengen tatsächlich auch gleichmächtig sind. Okay. Dieses Tool SquiggleM finden Sie online. Einfach SquiggleM eingeben, ne, und dann kommt man da drauf, kann man sich runterladen, braucht man Java für, und da können Sie auch noch ein bisschen mit rumspielen. Ich habe hier noch eine Übungsaufgabe dazu gemacht, sodass Sie da ein bisschen experimentieren können zu Hause. Okay?